Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Nochmal von dieser Stelle begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der zweiten Liga zwischen dem FC Cottbus und unseren Gästen von 1860 München. Beide Trainer am Platz genommen. Der Gast hat wie immer das erste Wort. Friedhelm Funkel, bitte. Ja, ich glaube, wir haben zwei grundverschiedene Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit war Energie Cottbus das eindeutig bessere Team. Da war ich von meiner Mannschaft sehr enttäuscht, weil wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben, weil wir keine Körpersprache hatten, weil wir nicht die Zweikämpfe angenommen haben, über die wir zwei, drei Tage lang nur berichtet haben, der Mannschaft versucht haben einzubläuen, was uns hier in den ersten Minuten erwartet. Und genau das ist eingetreten und die Mannschaft hat sich da in der Phase überhaupt nicht gewährt. Das war in der zweiten Halbzeit dann ganz anders. Dann hat man eine ganz andere Löwenmannschaft gesehen, so wie ich mir das vorstelle. Haben relativ schnell den Ausgleich gemacht und haben dann im Konter noch einige sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt, machen dann durch Atmung das Siegtor und das hat dann letztendlich glücklicherweise gereicht, um hier drei Punkte mitzunehmen, die für uns auch sehr, sehr wichtig waren. Und von daher bin ich natürlich mit der zweiten Halbzeit zufrieden. Die erste Halbzeit war, wie gesagt, nicht gut von meiner Mannschaft und Energie. Wünsche ich, dass sie in den nächsten Spielen die Punkte holen, die sie heute unglücklicherweise nicht geholt haben, um weiterhin im Kampf gegen den Klassenerhalt dran zu bleiben und, wenn es irgendwie geht, vielleicht auch die Klasse zu halten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Friedhelm Funkel. Ich übergebe das Wort an Jörg Böhmer. Herr Friedhelm hat ja im Prinzip schon einen Großteil analysiert. Also ich sehe das genauso. Die erste Halbzeit war überragend von meiner Mannschaft mit Torchancen kreiert, über Standardsituationen sowohl auch aus dem Spielbetrieb oder aus dem Spiel heraus. Leider Gottes das zweite Tor nicht gemacht. Das wäre meiner Meinung nach schon der Genickschuss gewesen. Haben in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeitpause nochmal darauf hingewiesen, dass eben leichte Ballverluste gegen 60 sofort bestraft werden können durch das Umschaltspiel der Löwenmannschaft und es hat sich letztendlich bestätigt. Dann haben wir etwas den Kopf verloren. Wollten zu schnell zu viel und da fehlt uns ein bisschen die Ordnung auf dem Platz. Aber letztendlich war ein gutes Spiel meiner Jungs mit einem unglücklichen Ende am Ende. Und Glückwunsch an die Löwen und gute Heimreise. Ja, vielen Dank. Jörg Böhmer, besteht nun wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen. Wir haben ein Mikrofon im Raum. Wer möchte? Ja, Frank Noack von der Lausitzer Rundschau. Herr Böhmermann, hat er so den Eindruck, dass sich Ihre Mannschaft an dem Offensivfußball der ersten Halbzeit so ein bisschen berauscht hat? Oder täuschte der Eindruck, dass man dann in der zweiten Halbzeit so die letzte Konsequenz auch im Defensivspiel dann nicht mehr hatte? Das sehe ich genauso. Also wir haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt und wir wollten zu schnell zu viel in der zweiten Halbzeit. Und da müssen wir eben mehr mit Kopf spielen, auch mal auf den Ball treten, Ruhe ins Spiel bringen, weil ich der Meinung bin, dass man 90 Minuten dieses Tempo, was teilweise angeschlagen wurde von beiden Mannschaften, nicht halten kann. Und ja, da war mir etwas zu kopflos. Gibt es weitere Fragen? Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann bedanke ich mich, wünsche allen eine angenehme Restwoche, den Löwen eine gute Heimreise nach München. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.